Monka ist, Alter, du hast auch. Was, wie viel Glück musst du haben? Zu wie viel machst du mit so vielen Typen überlebt? Ich habe einen Fokusgurt, musst du wissen. Immer. Oder ein Fokusband. Hast aber nur mega Glück. Wenn du gerade bei mir auf einer Stelle läufst, einfach. Jetzt wo wir uns treffen, diesmal sagen wir es mal. Meinst du? Ich stehe vor dem dicken Tor. Also bei Amelia. Okay. Die Rübe steht vorm Tor. Rambel, Dumbleding, Rambleding, Rambledi, Rambledu. Die Rübe steht vorm Tor. Das macht sie jedoch uns vor. Und deswegen gehen wir jetzt zu diesem. Naja, Tor halt, ne? Ding hin. Ich wir versuchen es doch mal, Leute. Nein, ich mach es nicht. Danke, Talion, du Lappen. Meine Stimme ist nicht geeignet dafür, oder ich bin einfach so behindert. Deine Stimme ist nicht geeignet dafür. Talion kennt alte Tonlage und die ist. Was willst du denn sonst machen? Keine Ahnung. Versuch's doch mal mit Ansagen in der Bahn oder so. Und einer technischen Störung können wir leider nicht an Bonn halten. Deswegen fahren wir jetzt 7 Haltestellen zurück. Danke für Verständnis. Das ist schon nicht authentisch. Eine richtige Bahnansage geht ja so. Ja. Gleis 4. Wisst ihr, wie ich meine Bahnansagen machen würde? In wenigen Minuten erreichen wir den Hauptbahnhof Düsseldorf. Ausstieg links. Gute Weiterreise. Fände ich ziemlich geil. Du hast das Fahrtrichtung vergessen, Baby Rage. Was? Habe ich nicht gesagt? Habe ich doch gesagt, Fahrtrichtung links oder nicht? Oder bin ich dumm? Oder habe ich Ausstieg links gesagt? Du hast Ausstieg links gesagt. Oh, dann bin ich einfach nur dumm. Ich habe meine kleine Glocke geläutet, oder? Habe ich? Ja, ich auch. Ich habe meine große Glocke geläutet. Ich habe sie geläutet, okay. Ich bin übrigens eine dieser Personen, dass sobald ich höre Fahrtrichtung irgendwas, dass ich dann erstmal an den Türen mich dreimal im Kreis drehe, um zu gucken, wo ist jetzt nochmal die Fahrtrichtung und wo ist in der Fahrtrichtung dann links. Rüber, Talion. Ja. Hallo! 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 Kann jemand mal ein Beat daraus basteln? So, ich bin, glaube ich, in Rübenroths Welt. Ich auch. Ja, schön, dass es nur die Welt ist. Rübenrot. Hat eine Weile gedauert. Radio Active Spike, 27.000 Jahre Treue. Vielen Dank dafür. Merkt ihr schon, wie der Wahnsinn langsam an meinem Gehirn nagt, Leute? Ich drehe völlig durch. Blub. Die Blades of Mercy haben einfach meinen Verstand gebrochen. Hier, guck mal da, diese Klinge hier. Siehst du die geile Scheiße rüber, dass ihr zack. Talion. Ich sehe Rübe nicht. Ich sehe dich nicht, wo bist du? Hä? Talion ist hier bei mir. Ach, unten. Ach, du bist da oben schon gewesen. Ach, oh. Oh Mann, ey. Ich hab gedacht, ich muss dich halt geil abholen. Bei den Blades of Mercy, Smarland die Zurücktransformationsanimation ist geil. Smoland, Entschuldigung, Schwedenbeauftragter Dennis. Was für ein Ding? Mein Gott. Smoland? Spam. Ja, du darfst auch nicht Köttbullar sagen, sonst kommt er direkt um die Ecke geswuscht, kriegt dir mit dem Handrücken eine mit und sagt, das heißt Köttbullar. Köttbullar? Ja. Ja, ist doch richtig. Nee. Doch. Nee, das sind die Options. Rüber. Ist doch richtig. Das ist doch richtig, Entschuldigung, ja. Ja. Ja, denn es heißt Köttbullar, nicht? Oh, ich muss noch Start drücken. Oh, mega Start! Vika Amelia. Level Ultra. Bestien-Digimon. Typus Virus. Sie schwebt bei mir. LOL. Nicht LOL. Attacke, stampfender Dampfformat. Linker Arm. Linker Arm der Exodia. Point. Ah. Die ist gedived! Viel Spaß Bock. In der Wand, wollte ich gerade sagen. Ah, nein! Oh! Nein! Monke ist? Ich werde gerade schon heftig gestampft. Junge, ich. Manchmal ein kleines bisschen zu greedy ab dann gerade. Ich mach gerade gar nichts außer kassieren. Au! Fuck, ich häng fest! Fuck! Mann, ey! Ich hab mich gerade. Oh, overheal! Yes. Nicht sterben, Ruby. Heal me. Ruby. Ich hab grad den Namen gelesen, deswegen. Ich hab ein Problem, Leute. Es nennt sich Leben.
Also Lebensanzeige, so. Oh, hab sie noch erwischt, sehr schön. Ah, wow, die war bei mir überhaupt gar nicht. Let's. Das hättest du lieber uns machen lassen, so wie gesagt. Du machst weniger Schaden als wir mit dem Eingeweihtangriff. Dann will Tell ihnen sagen, rüber. Ja, weil hätte sie, glaube ich, sonst niemand erwischt. Sie ist doch, glaube ich, nochmal, ist nochmal. Ah, ich hab's nicht gesehen. Nein, ich muss in die User-Knopf. Wir werden einfach so ein Synchronsprecher für Ludwig, Leute. Oh, shit. Ich wurde schon voll lange nicht mehr getroffen. Schön synchron gerade, Chris. Habt ihr den Nebel schon geworfen? Ach ja, das wird ja, ich so. Ja. Ah, weich aus! Weich aus! Monka ist. Ah! Ah, nein! Du hast eigentlich einfach verkackt. Hey! Mika! Hey! Vika Amelia! Da, ich hab heute mega FPS Drops. Vika Amelia, au! Aua! Lass gut sein! Oh, au. Der Roundhouse, Mann! Ich wollte richtig. Okay. Ich hab richtig den Roundhouse abbekommen gerade. Nicht stopp, ey, gar Roundhouse. Keine Lust mehr gerade. Weil Round auch rund ist. Junge, schon Junge, klar. Nein, nein, ist böse. Problem ist, ich bin gleich tot und hab keine Blutfiolen mehr. Also ich bin auch gleich tot, wow! Ich meine, Lebensleiste ist voll, aber ich hab keine Fiolen mehr, so. Ich schmeiß mal noch einen Nebel aufs Dorf. Wisst ihr, ich glaube, ich schieß jetzt einfach noch ein bisschen mit. Was meint ihr, hm? Wenn ich noch einen Hit anbekomme, bin ich nämlich tot. Ich hab keinen Molly mehr. Also ich hab keinen Molly ausgerüstet gerade. Geil, ich mach ganze 10 Damage mit meinen Schüssen. Hm. Ich glaub an euch, Leute, ich glaub an euch! Komm her, Alde! Stagger die Olle! Das sollte ich nicht zu laut sagen, aber komm her, Alde! Oh mein Gott! Oh, du darfst nicht sterben, Talion. Ich kann nicht mehr mitkämpfen, richtig. Oh, scheiße. Oh, bei mir werden die Vials auch langsam knapp. Ah! Das war zu aggressive. Monka S! Wieso lebe ich noch? Aber ich habe auch keinen Schaden gemacht. Oh, die Alte heilt sich! Nix da! Ich werfe den Scheiß auf sie! Glaube ich jedenfalls, dass ich das mache. Jetzt habe ich. Junge, ich bin gerade zu braindead. Scheiße! Rüben Rot, heilen Sie Ihre Lebensenergie! Ich spiele gerade den typischen Bronze Genji. Hoi. Komm doch mal aus der Ecke da raus! Da bin ich in der letzten Sekunde rausgewichen. Alter, nein. Der Baby Rage. Tell dir nein! Der Angriff mich getroffen! Scheiße! Ich war rechts von ihr, Mann! Bei mir standst du genau in dir drin. Rüben, wie viel Lebensenergie hast du noch? Geht, aber ich hab 3 Lives. Scheiß Latency. Wird schon. Hör auf, sie zu heilen, hier! Oh Gott! Shit! Rübenrot, nicht sterben! Ich muss irgendwie... Rübenrot! Komm her! Das stört mich gerade mega! Oh mein Gott, ich hab mich ein bisschen zurück, ich hab mich ein ganz kleines bisschen zurück! Ja, alles gut! Immer noch! Hau sie! Ich hab sie gleich, hab sie! Get down! All mine! Was war das für ein Rapper, Mann? Ich weib! Egal. Ich habe gerade die ganze letzte Zeit fast nur zugeguckt, weil ich mich wirklich nicht mehr reingetraut habe. Ich habe einen typischen Bronze-Genji gespielt. Und jetzt ist es Zeit für mich zu gehen. Au revoir. Genau dann rein dashen, wenn es einfach mega unpassend ist. Tschüss. Das war. Ich würde sagen, wir leveln einfach auf Level 30. Ah ja, das übliche obligatorische. Ja! Ja. Also, ja, ich mach's dann auch gleich selbst. So. Ja! Level 31, weil ich Akan auf 15 bringen möchte. Damit kann ich jetzt auch meinen alten Jägerknochen benutzen, Poggers. Ich kann leider, es wird langsam spät, Leute, deswegen will ich nicht mehr so super laut schreien. Ihr könnt mal ganz leise schreien. Leute, schreit mal ganz, ganz leise in den Chat. Ja. Könnte zwar noch eine halbe Stunde, weil Nachtruhe erst ab 22 Uhr, egal. Ich weiß, aber ich möchte nicht. Okay. Fun-Genier with tears in my eyes. Ach schön. Was wünscht dir, gute Jägerin? Blutechos kanalisieren. Der Talion, der ist doch richtig blöd. Ich mach geschickt weiter hoch und das ist cool. Oder mache ich Ausdauer? Ich weiß es nicht. Dann mache ich halt Ausdauer und etwas Geschick.
Akan. Akan kommt später. Akan kommt später. Akan kommt. Ich schwärme für Speck. Was? Du wärmst für Speck? No. Ich wärme meinen Speck. Aber dein Speck sollte dich wärmen. Das war so ein richtiger Esel, Alter. Das brauche ich doch immer, wenn ich Schluck auf habe. Der Wahnsinn greift um sich, Leute. Der Wahnsinn hat das längst übernommen. Also mich jedenfalls. Mich hat der Wahnsinn übernommen, als ich so mega down war, dass ich gemerkt habe, dass Blade of Mercy nichts für mich ist. Und wisst ihr, was geil ist? Weil ich so ein blöder Trottel bin, werde ich trotzdem mit Blade of Mercy später spielen. Ja, solltest du. Komm, ich dir einfach die Repeating Pistol. Hat ganz schön schief gehen. Wen willst du anpissen? Die Repeating Pistol. Wen willst du fisten? Ach, die kann ich gar nicht benutzen, ich Affe. Ja, ich Affe, Mann. Ich bin doch Mann. Echt dumm wie Brotholz. Einfach mal richtig Geld rausgeschmissen, das kann ich besonders gut. Die Scheiße hier. Na, werde ich jetzt mal vielleicht nicht gleichzeitig getroffen? Nice, tatsächlich. Ich bin ja der Wahnsinn. Wo müssen wir denn eigentlich nochmal lang, damit wir zur hexigen Hexe von Hexin Henwick kommen? Links von Amelia. Links von Amelia. Amelia. So. Mich hat der Wahnsinn übernommen, als ich vor 9 Jahren angefangen habe, Sushomaru zu gucken. Das kann ich nicht nachvollziehen. Wie meinst du denn das, Mr. Rico? Möchtest du das näher ausführen? Vor 9 Jahren? So ist heute besonders random. Das stimmt tatsächlich. Wie gesagt, das liegt an den Blades of Mercy. Die haben nämlich keine Mercy mit mir. You should have picked Mercy. You should have picked Blade of Mercy. Oh, Mann. Ich wollte gerade sagen, er hat keinen Bock mehr auf die Mercy-Meter und dann kommt er damit, ey. Talion. Ich werde jetzt nicht große. Große Kathedrale oder Lappen. Ah, links. Yeah, ja, yeah, ja, Daumen hoch. Ich bin gerade auch da. Und ich hasse dieses Gebiet, weil so hey Leute, wenn euch der Livestream gefällt, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen, wenn ihr es auch euren Freunden und Bekannten teilen würdet. Haha! Nein. Sollte YouTuber werden, wa? Wie fühlst du dich im Grunde genommen? Im Grunde genommen. Sollte ich YouTuber werden, wa? Meint ihr, YouTube wäre was für mich, Leute? Was denkt ihr? Ja, für die Fensiden ist es nicht so gut geeignet. Was wollt ihr, alten Jäger über 50? Die Frage ist, wie ist YouTube für die Verdienste? Ach, fuck. Wollen wir durch den Anfangsgebiet hier einfach durch... Da sind hinten ganz viele Scharfschützen, ganz viele ekelhafte Gegner, so. Ich hab keinen Bock drauf. Was willst du? Wenn man bei der großen Kathedrale direkt Richtung Hemweg geht. Grundgütiger, sperrt die Kinder weg. Abonniert Talion GT. Der ist doch nicht mal Affiliate-Partner. Abonniert mich, ich bin's nicht. Ah, fuck! Ich guck kurz in den Chat, auf einmal springt mir so ein Hund an. Ja, das war ich übrigens, hi. Oh, beim Tierarzt vorhin war so ein süßer Hund. Aber der Arme hatte... Beim Tierarzt war mal ein richtiger, scheiß verzogener Hund. Der war so süß, man. Das war so ein richtiger... Ich weiß nicht, wie man die Rasse nennt, aber das war so ein... Also ich muss dazu sagen, der Arme hatte nur 3 Beine. Oh. Und wenn er dann da stand oder sich hingesetzt hat und so weiter, dann hat er mal hoch zu Frauchen geguckt mit so ganz, ganz, ganz großen, verliebten Augen fast schon. Das war so... Small! Juni sind fast gestorben, Mann. Das war so süß. Das war süß! So irrelt! Oh. Okay, ich hab das Gebiet schwer in Erinnerung gehabt. Die sterben alle recht schnell. Okay, never mind, ich mach's. Ja, den Hund habe ich gerade gewonnen-hittet irgendwie. Ja. Ich nicht. Ich hab irgendwie... Gut. Ludwigs heilige Klinge war bei mir mega wack. Ich hatte das damit. Und normalerweise kommen doch noch diese komischen Gegner, die noch bei der Hexe von ihm bekommen. Ich kam grad nicht. Kommen, glaube ich, nicht immer. Ach ja, jetzt ist dieses Kackgebiet, ey. Und ich überlege halt eventuell, bist du leid. Klamotten, die du anders sind, ein absoluter Favorit im Spiel. Ja, ich bin ja auch ein Eileen-Cosplay ohne ihre Waffe. Die habe ich leider noch nicht, die Waffe. Schade. Junge, jetzt einfach so viele Scharfschützen gerade in einer Linie. So richtige. Wow! Wow! Beweg dich! Was ist da explodiert? Vor allem Scharfschützen, weißt du, das sind ganz normale Macheten, sag ich schon. Musketen, weißt du, nein, Scharfschütze. Aber ich renne da jetzt einfach durch. Ihr könnt. Deine Musketen auch als Scharfschützengewehr benutzen. Doch nicht. Vorsicht, Scharfschütze! Kopf runter oder er ist weg! Du bist runtergespielt. Ich bin tot. Fuck, es ging den Grabsteinkreuz. Dass man hier Items im Gehen auf... Jesus Maria! Meine Mutter hat mich vor komischen Leuten wie Sui immer gewarnt. Was sind denn Leute wie Sui?
Das frage ich mich, wie bin ich denn? Ich weiß nicht, wer ich bin, Leute. Ist in Ordnung, Exo. Ihr macht nicht lange, sagt er. Ja. Würde ich noch das Blade of Mercy tragen, würde ich sagen. Stimmt. Oh shit, Mann! Oder wenn sie auf irgendwelche Sachen schießen, die explodieren. Jetzt muss ich mich etwa doch konventionell hier durchprügeln. Seufz. Seufze! One hit. Sui ist ein Adjektiv. One hit. Wenn auch du ein Adjektiv sein möchtest, rufen sie mich an unter Knochenmarkasche. Wenn du das besonders Adjektiv kannst, rufen sie ihn an. Knochenmarkasche. Bitte? Nein, da die spawn Items. Was ist Knochenmarkasche? Braucht man nicht. Knochenmarkasche ist der real shit. Kasche. Wow, geh mal weg, Alter, du dummer Hund, ah! Small. Lauf an ihn! Der richtige Ree! Alter! Junge! Wo kam die denn her plötzlich? Geil getroffen! Mal deinen Hammer! Nein! Richtiges Charge in das Auto. Ich gerade wie so ein Auto, was sich anspringt. Ich bin so behindert. Ich bin so richtig dumm gestorben gerade. Das ist ja gut. Ist ja gut. Au. Richtiger so fühle ich mich, wenn ich in Gold. Gute Nacht, Brady. Verschluck dich nicht an dem Brot, was du heute bekommen hast. Haha, als ob. Tschüss. Oder an den 2,50, die ich dir für das Eis gezahlt habe. Danke nochmal. Hier sehen Sie also schon mal unsere natürlichen Lebensform, Umgebung. Was? Radisch bekommt Eis? Ja, Kinder, denn das ist Warum hat mein Charakter sich jetzt hingesetzt? Weil ich wahrscheinlich aus Versehen einen Emote gemacht habe. Ich wollte aber tatsächlich das Tor öffnen. Wahrscheinlich X gedrückt und währenddessen der Controller bewegt. Ich schüttel jetzt mal den Controller und drück da halt aber X drüber. Gucken, was für ein Emote rauskommt, Leute. Ich mach das auch. Es passiert gar nichts gut. Bei mir. Ja, sie jubelt. Plötzlich. Hatte ganz schön lange gedauert. Hemweg Knochenstraße. Denn hier liegen die Knochenstraßen. Könnte sein, dass mein Bruder mal eventuell ab und an hört, der ist gerade hinter mir. Hemweg Knochenstraße. Hier liegen Knochenstraßen. Hemweg Knochenstraße. Auf in die Knochenstraße. Oh yeah. Warte, ist denn nicht dieser Frauenkult? Ja, genau. Ja. Oh, hallo. Milady. Für die ich 3 Schläge brauche. Ich will die Items dann noch haben, aber irgendwie. Kann ich mit der. Wenn ich den Aufzug runterfahre hier, da ist so ein kleines Fenster. Kann ich mit dir irgendwas anfangen? Mein kleines grünes Fenster steht draußen am Balkon. Noch kannst du nicht drauf, kommst du später hin. Ah, da kommt einer von der Seite plötzlich. Hello, Doggo, my old friend. I come to talk with you again. Du bist interested, Malin? Ja, dann viel Spaß, ne? Du hast ja gesehen, wie die abgehen. Da, viel Spaß. Kannst dich ja mal zu einem netten Teekränzchen mit den Damen unterhalten. Vielleicht wollen sie dir ja zuhören. Vielleicht wollen sie dich auch einfach abstechen, aber. Was weiß ich schon? Hier ist ein Bimmelglöckchen. NPC. Junge, von da. Junge, so ein Feuerball. Feuerball. Sie kann es kaum erwarten, Leute. Ich benutze jetzt den. Ihr Knochen und hoffst, dass ich es hinkriege damit. So, du könntest es hier doch mal mit dem Dolch probieren. In der Tat könnte ich das tun. Aber übrigens ist in der Tat eine. In der Tat. Moment, ich hab's verkackt, Mann. In der Tat. Ich liebe den alten Jägerknochen. Das wollte ich sagen. Aber ich hab's verkackt. Blutunterlaufener Augapfel. Das ist übrigens meiner, wenn ich nicht viel geschlafen habe. Also immer. Beast. So, Milady, dürfte ich hier meine Dolche an ihn ausprobieren? Ja, guck mal, die lassen sich auch betäuben. Geht doch. Okay, Leute, hab jetzt Dagger-Time. Stop! Dagger-Time! Lass mich in Ruhe, ihr Hundis. Das war euer Einsatz, ihr habt ihn verkackt. Ich muss gerade einen dicken Mann bekämpfen. Mich? Ja, als ob, Kollege. Kennen Sie das nicht auch? Sie werden von einem dicken Mann mit Ziegelstein verprügelt, wollen ausweichen, dann steht eine Oma im Weg. Mit Zwiegestalt? Was? Du hast mich gerade heftig verwirrt, Rübenrot. Ja, da war ein dicker Onkel, der hat mich verprügelt, dann wollte ich ausweichen, dann war so eine Oma im Weg, dann konnte ich nicht ausweisen, dann war ich tot. Du konntest dich nicht ausweisen?
Ja. Also was ist mit meinen Ohren gerade los? Ich verstand, da war eine dicke Oma, da war ein dicker Typ, da war eine Oma und ich konnte mich nicht ausweisen, dann war ich tot. Das war nicht, was ich gerade verstanden habe. XD doch, okay. Doch. Ich habe das wirklich verstanden, Tell. Das ist doch Polizeigewalt, okay. In Amerika, XD. Lol, nur weil du dich ausweisen konntest. Ich bin sowas von grenzdebil. Ich dachte gerade, jetzt muss ich Ey, rate mal, wer wieder gestaggert hat und gleichzeitig getroffen wurde. Rate mal, wer 6000 Echos verloren hat, weil er wie ein Perry, meinte ich übrigens, nicht staggert. Etwas in den Aufzugsschacht gesprungen ist. Nicht ich. Nice. Oh Junge, ein Penny, dachte ich mir. Bist du etwa gestorben? Nein. Geil. Ich habe mich in eine höhere Existenz begeben. Was geht denn in diesem Spiel sogar? Die ohne meinen Körper funktioniert. Also in dem Spiel kann man Nyrix. Warum bin ich einen Zellamp bekommen? What the fuck? Ich hätte jetzt gerne 758 Eiskugeln auf meinem Gesicht. Kommst du aber nicht. Ich werde unterdessen einfach rasiert. Na komm, da springe ich lieber nochmal in den Schacht. In den Haaren? Rasiert? Sag mal, putz also mal deine Ohren. Ja, ich hab... Wieso? Du hast gesagt rasiert. Und ich meinte am Kopf, so an den Haaren halt. Weil ich einen lustigen Witz machen wollte. Aber Rüber hat einfach gedacht, dass ich nichts verstehe. Mann. Rüber dachte sich so fun, Genie. Rüber dachte sich voll fun. Meine Stimme ist gerade, naja, wie soll ich sagen? Abgekackt, Leute. Okay, Aileen Cosplay steht, Leute. Ich kann mit dem Dolch kämpfen. Das heißt, jetzt wird alles besser.